Jeder von uns soll das Wohl des anderen im Blick haben. Ermutigung. Was heisst es in einer Welt, die sich vor allem auf das Negative fokussiert? In der heutigen Gesellschaft schauen wir vor allem auf das, was wir nicht haben und auf das, was wir sollten haben und erreichen. Wir sollten immer besser werden, wir sollten noch bessere, die besseren Sachen besitzen, oder? Wie ist da Ermutigung möglich? Ich glaube, Ermutigung heisst, eigentlich so viel wie der andere annehmen, so wie er ist und so wie das Gold in ihm innen zu sehen. Und wenn jemand an dich glaubt, dann setzt es etwas in dir innen frei. Du bist plötzlich, es ist plötzlich möglich, dein Bestes zu geben. Und du kannst Sachen machen, die du gar nicht hättest gedacht, dass du das kannst. Und ich habe mir so überlegt, hey, Menschen, die mich in meinem Leben ermutigen, das sind die prägendsten Menschen in meinem Leben. Zum Beispiel meine Eltern oder auch meine Jugendleiter. Leute, die mich ermutigen und an das glaubt, was in mir inne ist. Die haben mich am meisten geprägt. Und bist du da so jemand in einem Leben, wo du jemanden prägen kannst und jemanden kannst ermutigen in dem, was er gut kann? Das ist so das Gold aus jemandem rausziehen. Die ermutigende Person kann ja dein Chef sein, dein Pastor, dein Lehrer, deine Eltern, deine Freunde. Es können ganz viele verschiedene Menschen sein. Im Römer 15,2 steht, jeder von uns soll das Wohl des anderen im Blick haben und so leben, dass er ihn zum Guten ermutigt und im Glauben stärkt. Bist nicht nur die Person, die Ermutigung überkommt, sondern bist auch die Person, die andere Leute ermutigt und das Gold in ihnen sieht. Weil du kannst so einen grossen Unterschied machen in einem Leben von einer Person. Es heisst hier in diesem Vers, das Wohl des anderen im Blick haben. Menschen sehen und das Gute aus ihnen herausrufen. Überleg dir doch, wer du heute ermutigen kannst.